geht ab. Abo zockt Assassin's Creed Origins im neuen DLC und ich habe hier die erste Nebenquest, die ich euch zeigen möchte. Und schon geht es los. Jemand hat es gewagt, Amun zu bestehlen. Ich kann es kaum glauben, aber die Statuen der Dreiheit von Theben wurden aus dem Tempel gestohlen. Sie waren Opfergaben aus Furcht vor dem Fluch. Entweihungen sind an der Tagesordnung in dieser alten Stadt. Vielleicht kann ich Amun meine Klinge anbieten, Priesterin. Und wer bist du, dass du sein Werk tun willst? Bayek von Siva. Ein Retter aus der Oase? Dann möge Amun dein Schwert schärfen, Bayek von Siva. Okay, hier haben wir eine neue Mission, die Dreiheit von Theben. Na dann, auf geht's. Eine zerbrochene Vase. Ist sie heruntergefallen? Opfergaben. Einfache Statuen. Die dürften wohl kaum viel Geld einbringen. Warum stiehlt man sie und riskiert damit den Zorn des Verborgenen? So, ist auch scheinbar noch ein Untersuchungsgebiet und da vorne ist etwas außerhalb der Mauern. Gucken wir das mal an. Mehr Blut. Anscheinend kannst du der Rache des Verborgenen nicht entkommen. Er kann nicht weit sein. Hilf mir, bitte! So hilf mir doch jemand! Ich sterbe! Mein Bein! Ich spüre mein Bein nicht mehr! Du wirst dir noch mehr brechen, wenn du mir den Diebstahl nicht erklärst. Ich blute hier zu Tode und du bedrohst mich? Was bist du für ein Monster? Sprich, vielleicht hole ich dann einen Priester, der dir hilft. Vielleicht? Vielleicht? Dunkelheit umgibt mich! Anubis greift nach meiner Kehle! Sprich! Schon gut, schon gut. Ein Mann in schwarzer Robe. Ich treffe ihn im Viertel der Reichen, wenn ich Götzen zu verkaufen habe. Und du bist in den Tempel zurückgekehrt, um... noch mehr zu stehlen. Aber da waren keine. Und dann kam eine Gans angeflogen und stieß mich von der Leiter. Eine Bestrafung vom großen Schnatterer Amun. Nein, du willst mir doch nur Angst einjagen. Aber ich habe dir alles gesagt und jetzt hol mir Hilfe. Okay, also abgekürzt, durch alle Elemente gefunden, aber trotzdem zum Ziel. Ja, jetzt geht's weiter zum nächsten Punkt. 360 Meter laufen wir, nehmen wir uns unser Lieblings-Rudge-Tier. Ja, drauf kommen. Da ist er. Jetzt sind wir da. War ziemlich nicht ganz so weit weg, der Weg. Ah, da sind sie jetzt hier sogar schon.
Okay. Außer den beiden scheint es erstmal nicht viel zu geben, dem Ziel. Dann wollen wir mal hin. Oh. Wenn wer kommt, ist er tot. Hier. Sanem. Nun ist die Ungelian. Wo ist dieses zahnlose Kalb? Bestimmt in der Zelle. Und quiekt wie ein Schwein. Ich brauchte jemanden, dem Geld wichtiger ist als die Götter. Abgesehen davon ist er ein Nichts. Wenn wir die Pestbeule fangen, ist sie tot. Du wirst bluten. Hörst du? Aus dem Weg! Aus dem Weg! Arbeitet zusammen! Na dann. Okay, da gab es einen netten Brief. Die Dreiheit von dem Täuscher und Sakrilik. Sie dürfen nicht länger beleidigen. Echnaton, die falsche Sonde, der, den sie Amun nennen. Er wird neben dir löschen, die Muttermut. Du wirst sie mit deinem Feuer verbrennen. Okay. Der Sohn Chons wird den Mond verdunkeln und alles. Das ist eine normale Androhung. Okay. Die versunkene Sonne. Die Mutter verschlungen vom Feuer. Hier geht es nicht um Profit, sondern um Häresie. Na dann wollen wir die dreimal einsammeln. Es zittert vor sich hin. Da ist das zweite. Na gut, okay. Wollen wir erstens mal den ersten vornehmen. Verdunkle den Mond, beschmiere ihn mit dem Blut des Apis. Das beste Rindfleisch in ganz Theben. Heute früh am Tempel geschlachtet, das frischeste Fleisch der Stadt. Ich habe immer noch die Leber dieses prächtigen Tiers. Die besten Stücke für die besten Tafeln. Komm her, mein kleines Vertü. Und auf zum nächsten Ziel. Hey. Oh nein. Gut, schnell durch. Stirb, du Sau! Upsala. Gut, aufräumen muss ich dann hier noch ein bisschen. Schließlich genug zu tun wieder hier. Kommst du zum Falschen? Entzünde die Mutter mit deinem Feuer. Habe dich wohl, mein Freund. Okay. Keine Verfolger mehr da. Das macht einen guten Eindruck. So, wie soll man jetzt hinter dem Schmied... Jetzt habe ich es. Der
geschwärzt und verbrannt, aber noch erkennbar als die große Mutter. Amun, beschütze mich. Danke, Neb. Du hast mich vor dem Zorn des Herrn von Theben bewahrt. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Aber so, wenn ihr es so macht, wie ich das gerade gemacht habe, dass ihr dann die Kamera schwenkt, solange bis dann das richtige Ziel im Fokus ist und das Ganze funktioniert. Letztes Mal sind wir. Okay. Na dann, ab in. Gut geschwind. Mit dem Wind. Ich hab keine Ahnung, ganz egal nicht. Ich wollte immer was sagen mit ab, aber. So, und jetzt rein da in das Gebiet. So, ab and away. Jetzt hab ich's wieder. Angreifen. Die Wesen sind einfach übermächtig. Das wollte ich damit sagen. Sie zu Leben kommen. Ja, bevor ich hier wegnibble, nein, ich fliehe lieber. Da eingekriegt. Wir sind zwei Level über mir, da macht das noch keinen Spaß. Also man kriegt das schon hin. Da muss man mal ganz schick hier rumtänzeln. Naja. Auch mal später. So, erstmal hole ich mir meinen Galoppel. Bei mir reit hier. So, Ziel im Auge. Und auf geht's. Das ist jetzt eine relativ kurze Strecke. Ich denke, ich werde jetzt einfach noch nicht schneiden. Komm wieder zu mir, wenn du was Neues von den Statuen weißt. Wenn das Relikt aus einem Grab gestohlen wurde, muss hier jemand den Dieb kennen. Ihr schlagt Profit aus dem Leid von Theben. Man verdient sich seinen Lebensunterhalt ehrlich. Man stiehlt nicht. Der Verborgene wird euch aus dem Schatten bestrafen. Wo finde ich etwas Seltenes? Euer Belunder und die Tinturen helfen nicht gegen den Fluch. Ich habe Gold. Falsche Hoffnungen. Brauchst du Schmuck für eine Dame? Was immer du suchst, Nip. Du findest nichts Besseres in Theben. Ihr handelt mit Blut. Ihr schlagt Profit aus dem Leid von Theben. Ihr ehrlose Seelenverkäufer. Sie sind die Plage von Theben. Das mag sein. Aber ich habe den Dieb und die Opfergaben gefunden. Er stahl sie für einen Anhänger des Echnaton. Der heretische Pharao? Sind die Verantwortlichen tot? Der Anhänger schon. Der Dieb stürzte, als er aus dem Tempel floh. Du kannst ihn auf dem Gelände finden. Diese Seuche verpestet alles, was sie berührt. Aber hab Dank, Bayek von Siva. Möge das Licht deine Dunkelheit erhellen. Geh mit dem Segen des Verborgenen. Sehr schön, das war die Dreiheit von Theben. Wir sehen uns, bis demnächst. Ciao, ciao, euer Abo.